Moin moin und herzlich willkommen bei Was ist neu in the Forest mit der Axt im Walde, die ihr jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr gehört habt. Gut, ich sag mal, auf der einen Seite liegt das wohl daran, dass ich beruflich ein bisschen mehr zu tun hatte und als dann das mit dem Update zeitlich ein bisschen ging, jo, da hat's mich wohl gesundheitlich erwischt. Das heißt, ich bin erstmal flach gelegen und ihr könnt euch vorstellen, da hatte ich nicht wirklich direkt Bock drauf, was zu machen. Ja. Und dann war es auch schon nahe dran hier an diesem Update. Das heißt, wir inkludieren jetzt erstmal die Version 0.56, 0.57 und 0.58. Bisher in The Forest ist zu, ich denke mal, 0.56 und 5.7 auch ein B und C, beziehungsweise nur ein B ohne C erschienen. Aber für 0.58 haben wir das noch nicht bekommen und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Wobei, ja, die kleinen Hotfixes, die waren dann doch soweit, dass man hier gerade Kleinigkeiten verbessert hatte. Nichts Gravierendes, sagen wir mal so. Ne? Also nichts Wichtiges. Dafür, sag ich mal, ist das vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, dass jetzt hier drei Versionen ich erstmal aufgespart habe für ein gutes Gesamtvideo. Das hat wohl mit einigen Neuerungen zu tun, die nach und nach nachgereicht wurden. Ja, das hat begonnen, ich denke in 5, 6, wir kommen auf jeden Fall dazu. Neu ist, darauf gehen wir später ein, weil das jetzt schon erspäht. Blut ist auf der Kleidung nun gut zu sehen und das Ganze funktioniert dynamisch. Das heißt, hier wird gekämpft, hier wird gespritzt, hier wird geblutet und dort, wo das hintrifft, dort bleibt das auch auf der Kleidung. Ja, sickert durch, sieht gut aus, ich habe es noch nicht gesehen. Zumindest meinen das die Entwickler auch für das Weltschwein. Gibt es hier ein neues Modell und auch eine neue Textur, aber das Vieh ist mir hier noch nicht vor die Füße gelaufen. Ich habe das gesucht, ja. Ein Ahornbaum. Das ist hier einer von den vielen Bäumen. Ich weiß nicht welcher. Ja, hier pflanzen. Baumtechnisch bin ich hier eine Niete. Der Ahornbaum benötigt weniger Schläge, um gefällt werden zu können. Und was etwas zu meinem Leidwesen ist, ich mache das ab und an ganz gern. Und ich denke mal, hier wird der eine oder andere mir wohl zustimmen. Wobei, es ist nicht ganz realistisch. Da muss man den Entwickler natürlich recht geben. Ja. Das sogenannte Spammen, ist das, ich weiß nicht, man kennt den Ausdruck eher im negativen Zusammenhang. Wenn ich hier die Leertaste mehrfach hintereinander drücke und das ganz schnell, dann nennt man das auch Spammen. Ja, wer es noch nicht gewusst hat. Und das ist jetzt, früher konnte man hier mal hoch, ja, mit der Leertaste immer andauernd, ihr hört das vielleicht, ja, ich komme hier nicht mehr hoch. Das geht jetzt nicht mehr. Früher ist das mal hier ein bisschen, ja, sehr gut gegangen, auch in Höhlen. Der eine oder andere wird hier auf jeden Fall aus Erfahrung erzählen können, wie er hier den einen oder anderen Höhlenfelsen erklommen hat. Das geht jetzt nicht mehr, das haben die rausgenommen. Die guten Entwickler, die das Spiel eigentlich wirklich seit knapp drei Jahren zu einem guten Gesamtwerk machen. Hut ab, das mal vorweg, ne? Auch neue Partikeleffekte eingebaut für Wolken, Regen, Wasser, Unterwasser, Schnee, Staubgedöns und so weiter und so fort. Ich gebe das ehrlich zu, ich kenne mich vielleicht ein bisschen hier aus. Ich mache das ja auch schon wirklich Dekaden jetzt mittlerweile mit das ganze Spielegedöns. Aber zu technisch bin ich da auch nicht so versiert. Das heißt, wenn ich das bisher nicht gesehen habe, kann das auch daran liegen, dass ich das nicht erkennen kann. Ja, ungeübtes technisches, grafisches Auge. Ja, Gegner-KI ist angepasst worden, von wegen durch Fenster hindurchsehen und nicht hindurchsehen, bis hin zu nicht auf Wänden entlang laufen, also seitlich hier, ja. Klingt ein bisschen komisch und nach Superheld, aber ja, das gab's in The Forest, seitlich an Wänden langlaufen. Soll jetzt nicht mehr gehen. Bisher habe ich keinen noch gesehen. Nee, das ist nur ein Flattervieh. Jo, die Gegner sehen die Spielfigur aber um einiges besser bei Nacht, wenn hier eine Lichtquelle an ist, beziehungsweise in der Hand der Spielfigur. Das heißt, ich fackel hier mit einer Laterne rum, also der Lampe, und die Gegner sehen mich sofort, die reagieren auch drauf. Anders wiederum, das ist jetzt eine Neuerung, wo wir ab nun beginnen, das ordentlich herzuzeigen. Und das Schleichen ist ein bisschen verbessert worden, sind hier Entwickler. Das heißt, versteckt man sich hier in einem Busch drin. Ich suche mir hier so ein Gebüschle aus, so ein größeres, ja. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht gesehen wird, stark erhöht.
Und das testen wir jetzt auch aus in so einem Bosch. Ja. Wir werden, ich denke mal, sehr, sehr wenig gesehen. Das müsste man dann eventuell auch mal in noch größeren Büschchen ausprobieren. Das Symbol ist jetzt erstmal neu. Ja. Das Auge-Symbol, das heißt, wenn hier das Auge so, ich sag mal, zugezwickt ist, ist das für das Schleichen gut. Ich bleibe hier jetzt erstmal geschlichen und bewege mich hier raus. Guckt mal hier, ne? Da drin im Büschle ist das gar nicht mal so schlecht versteckt. Also wir. Und laufe ich jetzt hier langsam raus, ja, dann bin ich auch schon mal gut sichtbar. Und ich denke, ja, ja, hier direkt im Sonnenlicht. Da ist natürlich offene Sichtbarkeit. Jeder Gegner kann mich einwandfrei erkennen. Jetzt bin ich hier aber stillgelegt ein bisschen und verharre ruhig. Das heißt, ich bin wieder ein bisschen weniger gut sichtbar. Ja, dennoch in der Nacht mit der Lampe ist das nicht so eine gute Idee. Wir kommen hier auch zu den ganz neuen Neuerungen, die hier, ich denke mal, wirklich fast komplett sein dürften mit der aktuellen Version 0.58. Nämlich die neuen, ich beginne hier erstmal mit den neuen Gegenstandssymbolen. Ja. Jeder Gegenstand im Spiel hat jetzt mittlerweile ein neues Symbol bekommen. Wir gucken uns hier gerade an einen Stein. Das sieht jetzt vom Symbol her etwas aus wie ein kleines Herrn. Ja, gut. Einmal gesehen kann man es nicht mehr ungesehen machen, ne? Aber gut. Steine, es gibt hier auch genau Stöcke, die sehen dann so aus und das Ganze ist hier durch und durch, bei allen Gegenständen, wirklich allen Gegenständen, und das spiegelt sich aber auch hier wieder im Inventar. Ja, hier, das sieht so eine Flasche mit einem Feuerchen oben drauf, hier haben wir so einen Energy Mix mit einem Blumengedöns, da hier, das sieht aus mehr wie eine Kirsche oder so ein Trainingsballgerät, ja, Medizin. Hier haben wir ein Hasen, schönes Symbol, auch schön hier vom Lurch. No, ein guter Lurch. Das Haar, was? Hirschfell. Ja, Hirsch, eigentlich ist das Wildfell, aber hier wird ein Hirsch abgebildet, das ist auch nicht so schlecht. Hier die Muscheln, was zu trinken. Seil, das aussieht wie eine Achtenstein, das wie aussieht, der Stein, der aussieht wie ein Hirn. Ja, Schildkrötenpanzer und so weiter. Es ist hier endlos, ne? Es ist hier wirklich endlos, was sich hier abspielt. Ich sag mal, ich finde das wirklich gut. Das sieht gut aus, ja. Ich meine, kommen wir hier. Oh, hier, wo haben wir den? Ja, nicht fertig zu... Doch hier. Die Kopfbombe, oh Mann. Die Symbole hier im Inventar sind doch ein bisschen klein. Ja, wir kommen hier nach und nach, mit der Zeit, kommen wir ein bisschen genauer hier zu gucken. Und das heißt, wir bewegen uns jetzt weg von den neuen Symbolen für die Gegenstände und gehen erstmal über hier zu den neuen Symbolen für Gebäude. Ja, ich habe hier sitzen wir hier, so ein sitzendes Männlein. Ja, so, das sieht man hier wohl besser. Das Symbol bei Koffern sowohl als auch bei Toren, aufsperren, zusperren, ist jetzt hier so. Ihr seht das, das ist offen. Ach so, nee, das Symbol sagt, komm, wenn du jetzt zusperren möchtest, drück mal E. Ja, und jetzt sagt das Symbol so, du, ja, ihr wisst also Bescheid. Das ist hier ein Baumstamm. Ach so, ich habe keinen Baumstamm. Ja, ja, na gut, ist jetzt nicht so tragisch. Steinhalter, ja, wie üblich. Hier der Stockhalter in den Garten. Oh, das gefällt mir besonders gut. Wir bewegen uns jetzt auch ein bisschen in das Gebiet hinein von den neuen Interaktionssymbolen. Ja, hier der Garten, man kennt das, ne? Was möchte ich pflanzen? Taste C, ich kann das umschalten, Taste R. Was auch immer das für ein Samentyp ist. Hier kommt wieder Energy Max, den hatten wir vorhin im Inventar. Ja, Wildkirsche, was weiß ich, und so weiter. Selbiges hier, nee, Knochenkorb. Symbol, genau, das neue Symbol für den Knochenkorb. Man kann hier allerhand Getier aufhängen, der Fisch, der Lurch, das ist der Trockenständer, ne? Hasen aufhängen, auch einen Kopf aufhängen, ein Stück Fleisch, ein Stück Arm, ein Stück Bein, und wir sind wieder beim Fisch angelangt. Selbiges hier, ganz beeindruckend finde ich, Knochenrüstung, ich meine Rüstungshalter,
Ja, Knochenrüstung hier montieren, Taste C, sonst weiterschalten, Taste R mit dem Lurch und Blattrüstung, Schleichrüstung meine ich, und auch eine Hirschrüstung. Nennen wir ihn einfach mal Hirsch, jetzt wo hier die Entwickler das Rindvieh, ich meine das Wildvieh hier ordentlich abgebildet haben, beziehungsweise dem Kind einen Namen oder ein Bild gegeben haben. Ja, denke ich mir, nennen wir den auch so den Hirsch. Hier ist er wieder, der Hirsch. Oh. Ja. Hasenfell, ja, das ist der Fellhalter hier. Fellständer, Fellhalter, Felltrockenständungshalter, ich weiß es nicht. Fünfmal, viermal, dreimal. Ja, wenn man das hier ein bisschen schneller durchspielt, ja, durchschaltet, auch ganz interessant, kommt hier die optische Darstellung nicht mehr ganz nach. Oh ja, Bomben- und Explosivhalter. So guckt man hier, das ist jetzt, was ist das nochmal? Schaltkreis, Kreisschaltungsbrettboard, wie auch immer, mit, ja, die zeitlich abgestimmte Bombe ist das. Oder hier nur ein Molotow-Cocktail und hier eine Kopfbombe. Da ist das Symbol jetzt ein bisschen größer. Sieht schick aus, finde ich, ne? Dynamit und wieder das Übliche. So, was haben wir hier denn noch Schönes? Jo, ein Baumhaus und hier ist eine Feuerstelle. Feuerstellen sind jetzt hier mit diesem Symbol gekennzeichnet und ah jo, da war noch was, ne? Hier, gehen wir mal da vorne hin. Das gefällt mir besonders gut. Hier gibt es zwei Neuerungen. Jede Art von Unterkunft besitzt erstmal hier neue Symbole, ja. Und das zweite ist hier, wenn ich kann mir das hier so angucken. Ich stelle mir hier vorne hin, guck mal ein bisschen nach unten. Und wenn ich hier weiter nach oben gucke, verschwinden die Symbole von unten, beziehungsweise treten hier in den Hintergrund. Und das obere tritt so weit hervor, bis ich es ganz in den Fokus genommen habe. Und dann kann ich hier mit der Taste R die Farben umschalten, ja. Das heißt, ich kann an und für sich jeder Unterkunft, sag mal, eine Farbe zuweisen. Ich kann das, denke ich, auch irgendwo deaktivieren oder irgendwie nur so Gruppen, nur grob, nur rot, nur grün, nur blau, nur gelb. Oder ich zeige das erstmal gar nicht an, ne? Gar nicht hier. Ne? Ne? Ja. So. Sieht schon ähnlich aus, ne? Jetzt mit den Farben hier, ist das zu verwechseln? Gehe ich hier ins Baumhaus oder gehe ich hier in die kleine Astlaubhütte? Ja. Und dann gibt es auch noch das, oder eines der neuen Interaktionssymbole, nicht? Dann gibt es auch noch, ja, eines der neuen Interaktionssymbole, das lässt sich hier gut demonstrieren, wie das hier abläuft mit einer Baumhausbrücke oder Baumbaumbrücke. Erstmal kommen wir hier hin. Und, ach so, ja, nee, da zeige ich euch nachher noch was anderes. Ich teile das jetzt erstmal auf. Machen wir Teil 1. Interaktion mit prozeduralen Bauobjekten sieht nun so aus, dass ich hier das erstmal ranführe. Dann mache ich hier linke Maustaste, so wie das Ding mir das beschreibt. Ja, linke Maustaste, dann kann ich das rüberziehen und er sagt hier so, nee, nee. Ja, mit der rechten Maustaste kannst du das hier mal abbrechen, wenn du möchtest. Oder weiter probieren, Ankerpunkt zu finden. Und habe ich den hier wie jetzt gefunden? Ja, bekomme ich auch eine linke Maustaste, um weiterzumachen. Oder ich drücke hier wie jetzt einfach Taste E. Ja, ich muss Taste E drücken. Oder Taste R, um das, ich meine rechte Maustaste, um das abzubrechen. Ich mache aber hier mal Taste E. Und schon ist das oben dran. Ja, gut. Wir warten erstmal hier auf den Tag wieder, ne? Bisschen Kürze. So, nur erstmal hier früh morgens und das zweite Ding, das ich euch hier noch zeigen möchte, ist das Bauen eines Gebäudes. Juhu! Ja, wer kennt das noch nicht? Wer hat das noch nicht gemacht in The Forest? Wir bauen jetzt was. Sagen wir mal, was ganz hier Einfaches. Nichts Aufregendes. Zwei Stöcke, sieben Blätter. Und das machen wir deswegen, weil ich euch hier erstmal zeigen möchte, dass hier das Bauen auch neue Interaktionssymbole bekommen hat. Taste R ist jetzt wirklich hier direkt zu erkennen. Ja. Taste E, platziere hier das Ding hin und erst das einmal gemacht habe ich hier, ich sag mal, fast schon dynamisch skalierende Anzeigeelemente, wenn ich hier dem Objekt der Blaupause nahe komme.
Mit der Information, was will denn hier eigentlich, nee, was soll denn hier eigentlich gebaut werden? Wie viel habe ich bereits? Wie viel benötige ich noch? Und wann ist das Ding fertig? Jetzt ist es fertig. Ne? Und, ja. Eine Neuerung gibt es hier noch, das sagen die Entwickler. Nee, die möchte ich herzeigen. Ja, eine Neuerung gibt es noch, die ich herzeigen möchte. Die Entwickler meinen, Papiergeld konnte man vorher nur als zweite Wahl benutzen, um Feuer anzufächern. Braucht nicht mal Papiergeld hier, ne? Wenn der ausgetrocknete Busch hier direkt mit seinen Laubästen hier reinhängt. Gut, ja. Vorhin ist das zweite Wahl gewesen, jetzt lässt sich hier auch mit Papiergeld ein kleines Feuer kaufen. Ja. Ja, das ist auch schon gewesen, meine Lieben, für die große, wunderbare Zusammenfassung von Was ist neu in The Forest in der Version 0.56, 0.57, 0.58. Und ich weiß nicht, ob das 0.59 bereits sein wird, aber die Entwickler meinen, es kommt eine große, tolle Sache in der nächsten Version, die jetzt in 4 Tagen laut dem Ingame-Timer erscheint. Na, das sag ich mal, bleiben wir gespannt. Stay tuned, wie der Engländer hier so sagt. Ne? Und bis dorthin, Petri Heil, Sommer kommt, Boot ist schon rausgeholt. Bis zum nächsten Mal, das war die Axt im Walde. Alles Gute, tschüssi.